Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich, denn gerade ist die Pinkbox bei mir eingetroffen. Die ist noch in diesem Karton, aber die ist ganz schön schwer. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Pinkbox ist eine Beautybox, die mir monatlich zur Verfügung gestellt wird, um sie halt in meinem Video zu zeigen. Und ja, vielen Dank an das liebe Pinkbox-Team. Und ich darf deswegen auch, weil es eine Kooperation ist, eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, genau, eine Beauty-Box, die monatlich erscheint, sich mehr so in Richtung, ja, ich sag mal, Drogerie aufhält. Also deswegen haben wir halt auch große Produkte mit in der Box. Und manchmal haben wir Glück, so wie in meinem Geburtstagsmonat Mai. Und die Produkte sind leider zu groß für die Box und passen nicht mit in die Box rein. Und dann sind die neben dem Karton einfach ganz so mit drin. 13,45 kostet die Box, also ab 13,45 monatlich. Und ja, genau. Hier habe ich nochmal so einen Flyer drin von Beauty Love. Enjoy your self-love time. Sichere dir 15% auf deine Beauty Love Box. Ich habe auch gesehen, dass Beauty Love mittlerweile sogar einen Online-Shop hat. Und schaut da gerne mal rein. Die haben auch diese Beauty Love Wundertüten und so weiter. Das habe ich auch schon mal auf Insta gepostet. Falls du mir noch nicht auf Insta folgen solltest, da heiße ich AIDUIKP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Da poste ich gerne solche Sonderaktionen. Ne? Schaut da, wie gesagt, gerne vorbei. So, ich habe noch kein Motto. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich gehe erstmal davon aus, dass es jetzt die Claudia Geburtstagsbox ist. Weil hey, es ist mein Geburtstagsmonat, Leute. Es dauert noch ungefähr anderthalb Wochen, dann werde ich 32 Jahre alt. Das heißt, ich kann noch nicht genau sagen, in welches Motto dieses Produkt reinpasst. Das ist von So Must Buy Sparkling Rosé Semi-Sweet Cedar. Das ist mit Alkohol. Vielleicht gönne ich mir dann tatsächlich auch nächste Woche Samstag zur Feier des Tages mal so einen kleinen Cedar. So eine Art Wein, würde ich mal so sagen. Refreshing Crisp. Okay, ich bin sehr gespannt, ne? Aber ja, ab und an haben wir in der Pinkbox auch mal Food-Produkte drin. Auch sowas gehört für mich irgendwie zu Food. Dann habe ich hier was für die Haare mit dabei. Die müsste ich tatsächlich auch noch in meiner Backup-Sammlung haben. My New Hair Repair Tiefenpflege Haarmaske, Reparatur und Feuchtigkeit für geschädigtes, trockenes Haar habe ich. Mit Mandelöl, Avocadoöl und Panthenol. 350 ml sind hier enthalten. Und die Produkte von My New Hair, die sind so ein bisschen, ich weiß nicht, die machen, also die sind halt vegan, ne? Und die machen so einen ganz besonderen Eindruck, weil die halt so simpel an sich sind. Also auch von der Verpackung her finde ich jetzt nicht so exorbitant krass, weil das halt auch einfach ein ganz normal runder Tiegel ist. Aber die haben es echt in sich. Also da habe ich auch schon die ein oder andere Geschichte, auch so mal ein Shampoo und so gehabt. Und das schaut so aus wie eine ganz normale Haarmaske. Die riechen aber immer richtig geil. Also das riecht Hammer, richtig Hammer. Mega. Also da habe ich schon richtig Bock drauf und das Nom. Also wirklich Nom. Sieht so fluffig aus und ja, wird mir schöne Haare machen, hoffe ich doch mal. Genau, normalerweise haben wir so 5 Produkte in der Box, aber hier haben wir jetzt schon 2 stehen und die Box ist noch gar nicht geöffnet. Das ist ja spektakulär. HelloFresh-Gutschein. Hier im i kann ich euch auch mal ein Video verlinken. Da habe ich einmal die HelloFresh-Box angeboxt. Die haben wir nämlich im Abo. Da hat mein Freund sich irgendwann überlegt, es wäre doch mal ganz nice, wenn wir ja, so ein bisschen Abwechslung im Leben bekommen, ne? Und auch mal was anderes ausprobieren als das, was wir von zu Hause aus gelernt haben zu kochen. Deswegen, also HelloFresh kann ich empfehlen, finde ich ziemlich cool. Und hier haben wir immer mal wieder Gutscheine drin. Dieses Mal ein 50-Euro-Gutschein teilt sich meistens so auf 20, 20, 10 oder 20, 10, 10, 10, 10 oder so, ne? Hier haben wir jetzt nach 4 Minuten auch endlich mal die Box an sich. Die musste ich erstmal ein bisschen freiräumen. Und jetzt bin ich gespannt aufs Motto. Also, wir haben jetzt auch bei anderen Boxen schon viel dieses, der Mai macht's neu, Wonnemonat, sehr viel Pflege. Aber ihr kennt mich. Ich bin ja so ein Junkie von dekorativer Kosmetik. Und ich schmink mich ja auch immer am Ende des Monats mit den Produkten aus dekorativer Kosmetik, aus den Beautyboxen. Habe ich gestern noch ein Video geschnitten, das müsste jetzt die Tage mal online kommen, aus April. Und ich bin sehr gespannt, was wir in den Mai-Boxen dann auch mal drin haben werden. So, ich habe den Deckel entfernt und bin schockiert, Leute. Warum bin ich schockiert? Da steht nicht drin, du bist schön. Also, was ist das? Ich muss Beschwerde einlegen. Normalerweise steht nämlich bei den regulären Pinkboxen immer im Deckel, du bist schön. Das fehlt mir. Das habe ich monatelang, jahrelang gelobt. Und das ist nicht dabei. Das ist schade. Okay.
Hier haben wir dann einmal den Blick in die Box. Das ist immer so ganz süß verpackt, ne? Mit dem Seidenpapier und dem Seidenschleifchen. Dann haben wir das Klebi. Ich mache mal das Seidenschleifchen auf und dann gucken wir uns mal den Klebi an, denn der sieht ein bisschen anders aus. Das ist wie irgendwie so ein Herz, was sich selber umarmt. Das habe ich ja noch nie gesehen bei der Pinkbox. Seht ihr das? Ja, ne? Das macht die Kamera wohl scharf. Läuft. Ja, cool. Dann ist es eine Hab-Dich-Lieb-Box oder so. Ich riech mal. Riecht leider nach nichts. Okay, aber wir hatten ja schon ein gut duftendes Shampoo. Dann mache ich mal den Klebi auf. Zack. Okay, ich habe hier schon mal eine... Oh ja, Self-Love Club scheint hier die Edition zu sein. Dann lieben wir uns mal selbst ein bisschen, ne? Schauen wir mal, was die Boxenpacker sich beim Boxenpacken gedacht haben. Hallo Pink Lady, wir möchten dich mit dieser Pinkbox-Edition dazu ermutigen, dir Zeit für dich zu nehmen. Verabrede dich mit dir selber. Hä? Okay, läuft. Du bist es dir wert, an erster Stelle zu stehen, so stürmisch die Zeit auch sein sollte. In der Pinkbox Self-Love Club findest du hochwertige Produkte mit natürlichen und nachhaltigen Inhaltsstoffen für dich und deine natürliche Schönheit. Habe mich eben extra für dieses Video geschminkt. So viel zur natürlichen Schönheit, Leute, läuft. Denn du bist ganz genau richtig so, wie du bist. Widme dich also besonnen und reflektiert deinem ganz individuellen inneren und äußeren Wohlbefinden. Mit Cedar vor. Das muss ich kurz mal an dieser Stelle erwähnen. Das finde ich, das ist irgendwie Humor, der mir gefällt. Was du in deiner Box entdecken kannst, unter anderem überraschen wir dich mit einem zuckersüßen Accessoire für noch mehr Selbstliebe, natürlichen Pflege-Highlights für Haut und Haar sowie einem fruchtig-leckeren Extra-Goodie. Ist das fruchtig-leckere Extra-Goodie der Cedar? Läuft. Wir möchten dir zukünftig nicht mehr nur die angesagtesten Beauty-Produkte in deine Box legen, sondern diese um ein trendiges Goodie erweitern. Ach cool, guck mal, da gibt es eine Neuerung, ne? Schön, das mal zu wissen. Ob Trend-Accessoire, Lifestyle-Produkt, Tool oder etwas für die Foodies unter euch. Okay. Also es ist quasi in einer Box dann irgendwie, machen die erstmal ganz viele Foodie-Sachen rein, so Süßigkeiten und so. Und dann kommen die irgendwann damit um die Ecke und sagen, so, und jetzt musst du erstmal abnehmen, dann machen die uns ein Springseil rein. So schätze ich den Humor von der Pinkbox tatsächlich ein. Geil. Okay, das Goodie wird ab dieser Edition die Zeitschrift in deiner Pinkbox ersetzen. Ja, stimmt. Ich hatte gar keine Zeitschrift. Sonst hatten wir immer so eine Couch mit dabei oder eine Barbara oder so. Finde ich ehrlich gesagt cool. Ich habe das immer ganz gerne gemacht, dass ich mir die Zeitschriften dann bei uns im Badezimmer in unseren Zeitschriftenständer gepackt habe. Dann konnte man, wenn man sich da dort länger aufgehalten hat, mal drin rumblättern oder so, ne? Aber ich finde es cool, wenn die da wirklich so ein Accessoire... Es ist nice, es ist schon cool. Ja. Es wird jeden Monat ein anderes sein. Na guck. Also lass dich überraschen und freu dich so über noch ein weiteres Produkt in deiner Pinkbox. Also haben wir quasi nicht nur die 5 Beauty-Produkte, sondern dann noch ein Accessoire, Lifestyle-Produkt oder so. Das finde ich cool. Wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Entdecken und Testen deiner neuen Self-Love-Produkte. Dein Pinkbox-Team. Guck, da hat es sich gelohnt, einmal in das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, reinzuschauen und zu gucken, was die Boxenpacker sich dabei gedacht haben, denn die haben sich einiges dabei gedacht. Nice. So, hier haben wir noch so ein Heftchen drin, da sind ganz viele Gutscheincodes mit dabei. Und hier haben wir Karten drin. Die finde ich cool. Die verwende ich immer, wenn ich Verlosungen mache oder so, ne? Da ist wieder das sich umarmende Herz. Hier haben wir draufstehen. I hope you feel beautiful today. Finde ich schön. Genau. Und dann schreibe ich euch auch immer kleine Botschaften, wenn ich euch Boxen packe. Self-Love Club. Ja, ne? Haben wir 3 verschiedene Karten. Kann man sich auf jeden Fall gönnen. Finde ich schön. Haben wir öfters mal in der Pinkbox mit dabei. So. Cool. Okay, ich lasse den Elefanten aus dem Raum und hole direkt dieses Lifestyle. Ey, Leute, ich zeige euch das kurz mal, wie das hier aussieht. Guck mal, wie prall gefüllt. Das ist ja fast wie ein Geburtstagsgeschenk, ne? The Jeweler. TheJewelerShop.com. Also quasi der Schmuckmensch-Shop, mehr oder weniger. Und da haben wir sehr offensichtlich Schmuck drin. Haben wir das? Ich habe da nämlich nichts drin. Ups, ja, ich glaube, da muss ich mal die Pinkbox anschreiben, denn bei mir ist leider das Goodie verloren, also das Accessoire. Ich kann euch aber im Heftchen, wo drin steht, was drin ist, zeigen, was drin gewesen wäre, nämlich von Unique ein Herzarmband. Das wäre drin gewesen und sogar mit einem schönen roségoldenen Herz.
ja, ist ja nicht schlimm. Der Pinkbox-Service, der Kundenservice ist super freundlich. Hätte einen Wert von 22,90 Euro gehabt, richtig cool. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man 13,45 für die Box ausgibt. Richtig geil. Ja, ich schreibe die mal an, dann werde ich das nachgeschickt bekommen. Weil das finde ich schon süß, ne? Dann hast du es so grau und dann hast du so ein schönes roségoldenes Herzchen. Das hätte ich schön gefunden. Ja, aber meine Box ist leider leer. Ja. Das ist ja. Vielleicht ist es noch irgendwo. Mal gucken. Vielleicht finde ich das hier ja irgendwo in meiner Box mit drin. Dann habe ich von Sante Naturkosmetik ein erfrischendes Micellenwasser mit Bio-Aloe Vera und Chiasamen. Reinigt sanft, entfernt Make-up gründlich für Gesicht, Augen und Lippen. Für normale Haut. Okay, das ist interessant. Mit Chiasamen in Pflegeprodukten. Sowas kenne ich ja im Joghurt oder so, ne? Aber dann gibst du dir das ins Gesicht. Ja, gut, läuft. Ja. Micellenwasser verwende ich jetzt nicht so super viel. Ich verwende am liebsten Toner, also so Rosenwasser oder sowas, weil das die Haut dann nochmal so ein bisschen mehr beruhigt. Und Abschminken mache ich ja immer so mit einem Abschminkbalm und dann so einen Schaum darüber danach, ne? So dieses Double Cleansing. Weil wenn ich mir halt so viele Lagen wie heute so ins Gesicht haue, dann brauche ich auch ein bisschen mehr, um das Ganze dann auch wieder runterzukriegen und die Haut auch sauber hinzukriegen, damit da keine Ausbrüche so rauskommen. Ne? Vor allem hier in dem Bereich, wo die Maske sitzt. Man nennt es so freundlich Maskne. Genau, ja, zertifizierte Naturkosmetik finde ich per se ganz schön. Bei Micellenwasser steht manchmal sogar hinten drauf, dass man es abwaschen muss. Hier steht drauf, kein Abwaschen notwendig. Das finde ich gut, dass es drauf steht, ne? Weil manche Hersteller achten drauf, um das drauf zu schreiben. Ja, doppelgemoppelt hält besser. Andere nicht und die haben es draufgeschrieben. Manche schreiben sogar explizit mit drauf, dass du es runterwaschen solltest, ne? Genau. Wird aber weiter wandern, weil ich das halt nicht so verwende. Dann habe ich hier was drin von Sukin. Das ist eine Marke. Ich glaube, das Produkt habe ich sogar schon. Purely Ageless. Ja, danke schön. Rejuvenating Day Cream. Das ist parabenfrei und mit Hibiskus, mit Baobab und so. Und für alle Hauttypen, 20 ml sind hier enthalten. Und Sukin ist jetzt nicht unbedingt eine Marke, die man so in der Drogerie findet. Das ist eher eine Marke, die so ein bisschen hochpreisiger ist. Aber ab und an haben wir auch mal so ein bisschen so ein Highlight, etwas höherpreisig mit dabei. Das ist nett, ne? Kann man auf jeden Fall gebrauchen. Und ich sag's ja, wenn du eine Beautybox im Abo hast, du musst dir gefühlt keine Gesichtscremes so mehr kaufen, weil die hast du immer in guten Abständen in der Box mit dabei. Jo, ist aber ganz nice. So, was hätten wir nun? Hier haben wir jetzt einen Kneipp Lippenpflegestift. Das können wir auch ganz gut jetzt gebrauchen. Im Prinzip, Lippenpflege kannst du immer gebrauchen. Ne? Das ist farbige Lippenpflege. Das finde ich wiederum schön. Das gibt ja auch so einen Hint auf die Lippen. Natürliche Pflege und Farbe für gepflegte, getönte Lippen, ohne auszutrocknen. Und das ist Natural Rosé. Von der Natur inspiriert. Schön. Ja. Und sowas dann halt auch mit, ja, in der Mai-Box. Schön, ne? Der Mai macht's neu, der Mai macht die Lippen neu. Nachhaltiges Packmittel. Das hat Kneipp überarbeitet, ne? Und hier ist irgendwie so ein Lippengedöns. Das ist süß. Guck mal, da sind Lippen drauf. Das ist hübsch, ne? Fällt auf jeden Fall auf. Schön. So. Was ist hier mit dekorativer Kosmetik, ne? Das ist hier nicht vorhanden, leider. Aber ich habe hier noch ein Tool mit dabei. Das muss ich kurz von dem Fusselpapier hier befreien. Mich muss ich da auch mal von befreien. Von Ebelin. Ein Cognac-Schwamm, Körperpflegeschwamm mit Rotalge. Das hat einen sanften Massageeffekt. Und bei diesen Cognac-Produkten hast du halt das Ding. Die werden gemacht aus der Cognac-Wurzel vom Cognac-Baum. Und das ist halt ein natürliches Produkt. Und dadurch, dass hier auch noch Rotalge zugesetzt ist, hat es dann noch irgendwelche komischen Pflegegeschichten mit dabei. Man muss halt diese Schwämme vorher so in Wasser legen. Meistens machst du es einfach so. Also ich hänge mir sowas unter Dusche. Ne? Und wenn mein Freund dann vorher duschen war, dann ist das Ding, bis ich das benutze, schön weich. Man kann sich das aber auch für 3 Minuten in so eine Schale mit Wasser legen, mit warmem Wasser. Dann saugt sich das Produkt voll und dann wird es so weich. Ne? Und dann kannst du das für den Körper verwenden. Ist ganz schön. Ich weiß nur nicht, ob man das wirklich auch zum Beispiel in Kombination verwenden kann mit Duschgel oder ob das dann das Produkt kaputt machen würde. Hier steht auch drauf, 100% natürliche Pflege. Der Körperpflege Schwamm aus den mit Rotalge versetzten Pflanzenfasern der Cognac-Wurzel sorgt für eine sanfte Reinigung und ein zartes Peeling. Ich glaube, dann brauchst du gar kein extra Duschgel mehr. Ne? Aber dann musst du das Ding aber auf jeden Fall gut nachher auswaschen, weil ansonsten hast du ja deine Hautschuppen da immer schön mit bei. Kann dann auch Iba werden. Und das sollte man auch immer mal wieder auswechseln. Das darf man auch nicht vergessen. Ne? Die Rotalge ist für ihren Gehalt an wertvollen Mineralien bekannt. Läuft. Und nach 2 bis 3 Monaten, hier steht es drauf, sollte der Schwamm ausgetauscht werden. Ja, genau. Ne? Jo. Also, das war jetzt die Box. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Produkte plus die Karte.
aber keine dekorative Kosmetik. Ja, ich bin ein bisschen schminkig. Ich weiß, ich bin ein bisschen nörgelig. Aber es war ein cooles Erlebnis. Und das Highlight wäre tatsächlich das Armband gewesen. Ich schreibe die Pinkbox an. Ne? Alles tutti. Also, die sind da wirklich schnell auch mit dem Nachschicken. Kein Problem. Oder ich kriege das in der nächsten Box einfach mit reingeschickt. Und ich finde, dass sich das gelohnt hat. Allein wenn man wirklich ohne Witz jetzt, wenn man bedenkt, dass die Produkte ja teilweise einzeln mehr wert sind, als man für die Box bezahlt. Keine Ahnung, wenn man jetzt das Micellenwasser nimmt und die Haarpflegemaske, bist ja schon beim gleichen Wert wie das, was du für die Box ausgegeben hast. Lohnt sich irgendwie gefühlt immer. Und ja, wie gesagt, das hat mir gefallen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!